Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal etwas wieder mal zum Thema Urban Sketching und hier eine Situation, die aus Italien stammt, das haben wir beobachtet. Zwei ältere Herren, die entspannt auf einer Bank sitzen. Wie man sowas angeht, all solche Tricks erfahrt ihr auf unserem neuen Buch 100 geniale Zeichentricks zu bestellen über uns oder bei Instagram Akademie Ruhr und da findet ihr Gewinnspiele rund ums Buch. So, und jetzt gehen wir auch schon drauf los. Also ganz wichtig natürlich die grobe Vorzeichnung der Figuren. Das heißt, man sieht jetzt hier schon, dass wir als erstes nur die Proportionen im Groben skizzieren, die Umrisse, all das, was erstmal so ein bisschen wichtig ist, um die Konzeption des Blattes zu verstehen und dann gehen wir auch sofort in die kleinen Details, das heißt Fokussierung und natürlich die Kleidung, Porträts und so weiter. Hier haben wir mal ein bisschen dickeren Bleistift für genommen, damit es auch ein bisschen mehr so nach einer Skizzierart aussieht. Das kann man aber genauso gut mit einem dünnen Bleistift genauso machen. Wichtig ist natürlich aber hierbei, dass ihr die Grundlagen des figürlichen Zeichnens versteht. Das setzt natürlich einiges voraus, genauso wie Porträts. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man dann jemanden ein bisschen skizzieren möchte, dass man auch weiß, wie kann ich die Figur porträtieren. Und dann so ein bisschen, was das Umfeld anbetrifft, also jetzt hier die Parkbank gleich und so weiter. Vielleicht für die jetzt das erste Mal zuschauen von euch, ihr könnt bei uns Kurse buchen, könnt euch genau das einfach lernen, ganz schnell mit verschiedenen Techniken zu skizzieren. Ihr könnt euch auf ein Studium vorbereiten mit einer Mappe für jegliche Designfächer oder Kunstfächer, Studienfächer und das Ganze mit einer 100%igen Erfolgsquote, die wir bis jetzt haben und freuen uns, wenn ihr uns diesbezüglich kontaktiert. Schreibt uns, ruft uns an, einfach auf akademieruhr.de oder mappenvorbereitungskurs.de schauen. So, und hier geht es auch weiter schon zu den Details der Skizze. Das heißt, die Kleidung, wie sie aussieht, das heißt, die Schuhe, die Hose, natürlich diese Stofflichkeit muss irgendwo deutlich gekennzeichnet werden, dass das nicht irgendwie gerade ist wie ein Brett, sondern wirklich auch der Stoff zu sehen ist. Und hier auch die Kleidung der zweiten Person daneben, das Jackett und einfach mit einem lockeren Strich die Konturen, die ausgearbeitet werden. Wie ihr seht, es ist relativ einfach, wenn man so ein bisschen gut beobachtet. Also man sieht jetzt, die beide Herren halten da nochmal einen Stock in der Hand. Kann aber auch ein Regenschirm sein. Und es ist, was auch nicht ganz leicht ist, natürlich das Gesicht als eines älteren Mannes zu zeichnen oder Frau. Also viele zeichnen immer so gleich gewichtige Gesichter, versucht aber das zu unterscheiden, dass man wirklich ein Gesicht einer älteren Person anders zeichnet als das einer jüngeren Person. Das ist aber auch etwas, was ihr auch im Kurs bei uns eigentlich wunderbar lernen könnt. Da, wie gesagt, schaut einfach auf unserer Seite, da gibt es ganz viele Tipps rund um diese Methoden und diese Problematik. So, und hier nochmal das Ganze mit der Parkbank, die sitzen natürlich drauf, das muss auch angedeutet werden, ganz leicht. Hier im Hintergrund das, was da noch absteht und man hat schon wirklich so das Gefühl, wie entspannt die beiden da sitzen und gleich wird das nochmal ausschraffiert und dann ist sowas auch fertig. Auch hier natürlich ein bisschen Perspektive, wenn man die ein bisschen beherrscht, ist natürlich vom Vorteil, weil man könnte sowas auch mal ganz leicht skizzieren und dann geht es um die Kontraststriche, das heißt, die werden ein bisschen die Knicke und die Falten der Kleidung ein bisschen mehr betont, mehr ausgearbeitet. Das ist etwas, was dann natürlich auch die Skizze auch ausmacht. Und mit einem groben Strich
schraffiert. Am besten so eine Art 45-Grad-Winkelschraffur durchgehend. Versucht nicht mit dem Finger zu wischen oder so mit der Seite des Bleistiftes zu schraffieren, weil dann wirkt es immer sehr verschwommen, verwischt. Es sei denn, es ist wirklich beabsichtigt, dann natürlich nicht. Aber mit dieser 45-Grad-Schraffur geht es relativ ganz schnell, wenn man sich daran hält und das Ganze so ausarbeitet. So, dann die restlichen Details der beiden Männer. Also wie gesagt nochmal, wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall auf unserer Seite. Da haben wir auch alle Tipps rund um die Kurse. Da könnt ihr alles mal nachlesen. Und wichtig ist wie immer, dass die Proportionen stimmen, die Striche, die Kontraste, das sind all das so Kleinigkeiten, die eine Zeichnung einfach ausmachen. So wie jetzt hier Kontrast zum Jackett und zur Hose. Das war's. So sieht's aus, wenn es sich ganz schnell in wenigen Minuten skizziert. Wenn euch das gefallen hat, schaut auch gerne unter onlinekurse.akademiehohe.de. Da haben wir auch extra Kurse fürs figürliche Zeichnen, so eine kleine kleinen Ausflug in diese Welt. Ansonsten freuen wir uns auf eure Nachricht und vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und eure positiven Feedbacks. Das freut uns sehr. Danke, bis bald, euer Akademie-Ruhr-Team.